Das 100. Review eines Jahrgangs ist für mich immer was ganz Besonderes. Bei der zweiten Staffel packte ich den Action-Klassiker Red Scorpion mit Dolph Lundgren aus, bei der dritten Staffel gab's den Horror-Klassiker The Last House on the Left von Wes Craven und jetzt für die vierte Staffel versuche ich ein bisschen was anderes, nämlich den aktuellen Actionstreifen Universal Soldier Day of Reckoning, wieder mit Dolph Lundgren. Aber das heutige Video ist nicht nur das 100. Review der aktuellen vierten Staffel, sondern auch das 500. Review von Playzocker Reviews. An der Stelle noch einmal ein herzliches Danke an alle, die mir und dem Kanal die Treue halten, die kommentieren, Videos liken, teilen und so weiter. Ich hoffe, ihr verbringt heute mit diesem Review einen vergleichbar schönen Jubiläumstag, wie ich ihn hatte, als ich mir Universal Soldier Day of Reckoning anschauen durfte. Viel Spaß und vor allem noch viel Spaß mit dem Rest der vierten Staffel von Playzocker Reviews. Soldier Day of Reckoning beginnt mit einem bisschen einer Identitätskrise. Stellt euch vor, dezenter Herzschlag im Hintergrund, zuerst schwarzes Bild und dann relativ dunkles, flackerndes Bild. Das muss in 3D großartig sein. Und dann erfährt ein Vater, gespielt von Scott Adkins, dass seine Tochter Angst hat, Albträume hat und glaubt, es sind irgendwo Monster im Haus. Also macht er sich kurz frisch, geht ins Badezimmer. Das Einzige, was mir auffällt, während er vor dem Spiegel steht, ist, wie cool es wäre, wenn er jetzt dreimal Candyman sagen wird. Aber nein, er geht dann durch das Haus, moderiert quasi jedes Zimmer, in das er hineingeht, an lautstark und meint, ich gehe jetzt in dieses Zimmer, komischerweise, keine Monster, hey, jetzt gehe ich dorthin, auch da sind keine Monster. Und als er dann in die Küche geht, landet er am Set von Matthäus und drei maskierte Männer warten auf ihn. Was mich ein bisschen wundert, hätten die Zeit, die er lautstark durch den Gang geht, nicht irgendwie nützen können, um abzuhauen, wie das Einbrecher in so einem Fall vielleicht am ehesten machen würden. Nein, die stehen aufgebrezelt, aufgestellt in einer Reihe vor der Tür, beobachten direkt diese Tür, warten nur, dass sie aufgeht und dass Scott Adkins irgendwann einmal auftaucht und sie ihm möglicherweise eins überbraten können oder 20, weil Scott Adkins wird, sobald er dann in dieser Küche gelandet ist, mit einer Brechstange verprügelt und ist dabei, irgendwie abgesehen davon, dass er wahnsinnig viel einstecken kann, so intelligent und richtet sich nach jedem Schlag, den er abkassiert, wieder auf, schaut seinen den Kerl, der ihn attackiert, an, nur damit er noch eine kassiert. Am Boden übrigens liegen strategisch gut positioniert Glas- und Spiegelscherben, dass wir natürlich genau erkennen können, wie sein zugerichtetes Gesicht in Wirklichkeit aussieht. Und trotzdem muss man echt zugeben, eine wahnsinnig intensive Szene, vor allem, weil wir immer noch in dieser Ego-Ansicht sind und einer von diesen maskierten Männern nimmt jetzt seine Maske ab und wir erkennen, dass es Entschuldigung, Jean-Claude Van Damme mit Glatze, das passt einfach überhaupt nicht. Es wirkt irgendwie so, als wäre Van Damme frisch von seinem Casting für Hooligans 3 angereist. Irgendwie unglaublich. Aber gut, Van Damme kann ähnlich wie in The Expendables 2 relativ schnell dafür sorgen, dass man ihn wieder ernst nimmt, indem er einfach Frau und Tochter von Scott Adkins in den Raum führt und dann die Frau extrem blutig erschießt. Und das übrigens nur als kleiner Randvermerk, weil es gibt von dem Film in Amerika zwei verschiedene Fassungen. Die ungeschnittene Version hat ein NC-17 Rating bekommen aufgrund der extremen Gewaltdarstellung und die amerikanische Kinofassung ist R-rated. Die Version, die es beispielsweise in England auch im Blu-ray-Steelbook gibt oder die in Deutschland mit SBIOJK-Freigabe erschienen ist, ist die komplett ungekürzte NC-17-Fassung. Und wer den Film in der Version gesehen hat, der weiß, oh ja, da geht's zur Sache, da ist dieser Headshot in Wirklichkeit noch relativ harmlos. Was übrigens auch interessant ist, das, was sie jetzt bei Scott Adkins Frau gemacht haben, im Detail zu zeigen, wie sich ihr Kopf an der Wand verteilt, hat man sich bei der Tochter eigentlich nicht mehr getraut, weil sie wird im Endeffekt im Off erschossen. Ich muss aber echt sagen, die
Anfangssequenz des Films, diese komplette Szene, ist mehr oder weniger in einer Einstellung gedreht, nahezu durchgehend aus der Ego-Perspektive von Scott Adkins und mit diesem Flackern. Und ohne das Flackern wäre das sicher eine wahnsinnig coole 3D-Szene. So ist sie ziemlich anstrengend und sicher für Leute mit epileptischen Neigungen einmal ein erster Warnhinweis, aber nichts im Vergleich zu dem, was der Film dann später noch auftischt, aber dazu eben später mehr. Jetzt wacht Scott Adkins wieder auf, in einem Krankenhaus. Ich hab schon lange keinen Film mehr gehabt, wo die komplette Anfangssequenz nur eine Traumsequenz ist. Aber nein, wir erfahren, Adkins war 9 Monate lang im Koma und die Szene von vorher war eben das, was er vor seinem Koma erlebt hat, beziehungsweise was ihn ins Koma gebracht hat. Und aus irgendeinem Grund hat Van Damme seine Familie umgebracht und ihn letztendlich am Leben gelassen, was schon bei Kill Bill wahnsinnig gut funktioniert hat und sicher nie für David Carradine irgendwie einen negativen Effekt hatte, aber lassen wir das Ganze. Ein Arzt und ein Polizist stellen sich vor, der Polizist sagt zu Scott Adkins, übrigens auch in der Szene relativ cool, dass einige Aufnahmen von dem Arzt und von dem Polizist offensichtlich irgendwie aus Scott Adkins Ego-Perspektive gedreht sind. Etwas, was der Film aber nach dieser Sequenz mehr oder weniger nie wieder tut, was schade ist. Der Polizist meint, dass sie Jean-Claude Van Damme bereits identifizieren konnten, weil er am Tatort überall seine Fingerabdrücke hinterlassen hat. Ich weiß nicht, ob du diese Anfangsszene vielleicht nicht gesehen hast, aber für mich war relativ deutlich zu sehen, dass Jean-Claude Van Damme Handschuhe anhatte und er durch diese Handschuhe die ganzen Fingerabdrücke hinterlassen hätte sollen. Das ist wiederum eine andere Frage. Aber gut, Scott Adkins erkennt Van Damme auch sofort, weil so 9 Monate langes Koma sich ja überhaupt keine Spätfolgen oder sonst irgendwas hat, kein Problem. Und danach folgt, finde ich, die wichtigste Szene aller Zeiten jemals in einem Film. Irgendeine ältere Frau hat einen Installateur bei sich, der liegt unter dem Waschbecken. Plötzlich wird ihm schlecht, er übergibt sich, steigt in sein Auto ein und fährt. Szene Ende! Und dann checkt Scott Adkins übrigens auch schon wieder aus dem Spital aus. Wenn Uma Thurman gewusst hätte, dass das so einfach ist und man sich nach so langem Koma so schnell wieder erholen kann, hätte sie sich am Anfang von Kill Bill wirklich eine Menge Aufwand ersparen können. Aber gut, Adkins bekommt seine Sachen zurück beim Portier von der Criterion Collection, geht nach Hause und ich frag mich dann irgendwie, ist das sicher so clever, jemanden alleine nach Hause zu schicken, nachdem er 9 Monate lang im Koma war, weil er zu Hause überfallen wurde und wahrscheinlich jedes einzelne Detail, was er zu Hause sieht, ihn irgendwie an diese Szene erinnert, wie seine Familie umgebracht wurde. Wäre es nicht vielleicht irgendwie praktisch, wenn er da, was weiß ich, Begleitung oder Betreuung oder sonst irgendwas hat, weil Adkins kommt nach Hause, da tropft ein Wasserhahn in Zeitlupe, nicht, dass den irgendwer abdrehen hätte können. Und in jedem Raum, wo Scott Adkins so wie Dr. House mit Gehstock hineinwandert, kommen irgendwelche Flashes, Erinnerungen an seine Familie, quasi wie Dreamhouse mit ADHS. Und noch einmal, ich bin an sich relativ froh, den Film derzeit nicht in 3D zu sehen. Der Film läuft übrigens jetzt 15 Minuten lang und mir ist eines klar geworden, auch wenn ich im Video wie gewohnt scherze, so ernst wie Universal Soldier Day of Reckoning habe ich schon lang keinen Actionfilm mehr genommen, weil der Film ist wahnsinnig gut gespielt, vor allem Scott Adkins macht seine Rolle echt gut, konnte diese Anfangssequenz des Films sehr gut tragen, die Charaktere sind interessant geschrieben, vor allem eben der Aufbau von Scott Adkins Charakter ist so, dass man als Zuschauer wirklich gespannt ist, was mit ihm, was mit dieser Auseinandersetzung zwischen ihm und Van Damme weiter passieren wird. Es ist ein spannendes persönliches Schicksal und der Film wird vor allem auf interessante Art und Weise erzählt. Und das ist etwas, wo man nicht nur sagen kann, Universal Soldier Day of Reckoning ist vielleicht wieder Vorgänger Universal Soldier Regeneration als B-Movie oder als Trash-Filmchen ansatzweise interessant, ist für Action-Fans einen Blick wert und so weiter. Day of Reckoning ist als Film gut.
Punkt. Da stimmt das Drehbuch, da stimmen die Schauspieler und wenn man bedenkt, dass sich die Crew, vor allem Autor, Regisseur John Hyams und Hauptdarsteller Scott Adkins, zwischen Regeneration und Day of Reckoning ziemlich stark überschneidet, doch eine echte Überraschung, wie sehr man sich da weiterentwickelt hat aus einem kleinen B-Movie für Fans, quasi einem Franchise-Revival nach einigen Jahren, einen wirklich ernstzunehmenden, guten Film zu schaffen. Aber loben wir vielleicht den Tag vor dem Abend nicht. In der 17. Minute taucht dann zum ersten Mal Dolph Lundgren auf und der sitzt in irgendeinem Club, wo dann auch übrigens dieser Installateur von vorher auftaucht und man jetzt bemerkt, ah, diese Szene, dass ihm schlecht geworden ist und so weiter, das bedeutet, dass er quasi aktiviert wurde als Soldat. Und er geht jetzt mit einer Schrotflinte durch diesen Club auf dem Weg zu Dolph Lundgren. Das ist mehr oder weniger die Handlung der nächsten paar Minuten. Magnus, so heißt dieser Installateur, geht mit einer Schrotflinte durch den Club, er schießt alles, was sich bewegt, in unglaublicher Zeigefreudigkeit, also so hart und roh und extrem, wie diese Szene rüberkommt, hat man aus dem amerikanischen Filmbereich wirklich schon lange nichts mehr gesehen. Er schießt alles kurz und klein, von der Empfangsdame bis hin zur letzten Person vor der Tür, bis er dann vor Dolph Lundgren steht, in schnell geschnittenen Bildern kurz mit ihm kämpft und dann eine Injektion bekommt, die ihn umdreht. Warte mal, wurde er nicht vorher schon umgedreht als derjenige, der jetzt killt und Dolph Lundgren erledigen soll? Oder muss man vielleicht dazu erklären, dass es in dem Fall zwei Versionen von Universal Soldiers gibt? Es gibt die, scheinbar, die von der Regierung, vom Militär gemacht werden und es gibt dann die, die von Dolph Lundgren und Jean-Claude Van Damme geführt werden. Übrigens, die beiden arbeiten zusammen in dem Film. Ich werde es mir ersparen, jedes Fünkchen Continuity-Probleme zwischen Day of Reckoning und den anderen Universal Soldier-Filmen zu nennen. Aber als dann Dolph Lundgren Magnus diese Spritze verpasst hat, kommt eine ziemlich lange Stroboskop-Szene. Und ich muss zugeben, ich reagiere auf sowas normal nicht. Und trotzdem eine große, große Warnung an alle Leute, die auf sowas ansprechen, weil die Szene ist so lang, so schnellflashig, dass es sogar mir ein bisschen unangenehm war, muss ich zugeben. Das Ganze kann man sich im Endeffekt wahrscheinlich so vorstellen, als würde man sich Enter the Void in 3D anschauen. Und wieder mal kann ich relativ froh sein, dass ich von Day of Reckoning noch nicht die 3D-Version gesehen habe. Scott Adkins sitzt dann wieder zu Hause, bekommt den Anruf von einem panischen Isaac und wir denken uns, ja, Isaac, kennen wir. Naja, Adkins fährt dorthin, geht dann wieder wie Dr. House durch dessen Wohnung, die voller Blut ist, bis er dann seine grauslich entstellte Leiche findet und dann geht er in irgendeinen Club. Klar, dass er dort sofort hinfindet. Und in diesen Szenen, wo jetzt Scott Adkins durch das Haus geht, durch den Club geht, erinnert er mich aus irgendeinem Grund an Siler aus Heroes. Keine Ahnung. Am Klo trifft er dann dort Installateur Magnus, bekommt auch die Umkehrspritze ins Genick. Und die einzige Bitte, die ich habe an dieser Szene ist, bitte, bitte lass diese Stroboskop-Effekte sein. Nein! Gibt's auch. Sind ein bisschen kürzer zwar als vorher, aber deswegen nicht wirklich unwesentlich angenehmer. Dann muss man sich jetzt irgendwie fragen, jetzt bekommen quasi diese Universal Soldier so ein Umkehrserum, einen, man könnte ihn vielleicht nennen, maschinellen T-Virus gespritzt. Früher waren das doch irgendwelche militärisch programmierten Terminatoren, also so Mischungen aus Mensch und Roboter. Und irgendwie passt das nicht. Ah ja, wir haben uns ja geschworen, wir machen das nicht, wir achten nicht auf Continuity basierend auf den anderen Filmen. Gut, Scott Adkins besucht dann eine von diesen Tänzerinnen aus dem Club, wo er jetzt gerade ist, zu Hause. Dort übrigens taucht dann Magnus wiederum auf. Die beiden kämpfen und beweisen, wie man in 2 Minuten eine komplette Wohnung auf großartigste Art und Weise in Schutt und Asche legen kann. Ganz ehrlich, die Kampfszene im Motel in Phantom Commando ist nichts dagegen. Und im Endeffekt fehlen dann Scott Adkins ein paar Finger, was ihm im weiteren Verlauf des Films nicht wirklich negativ auffällt. Und Magnus verliert einen halben Fuß, was auch im weiteren Verlauf des Films nicht wirklich auffällt. Aber gut, Adkins und die Frau können fliehen. Magnus geht daraufhin zu Dolph Lundgrens Fight Club und
Man merkt zwar, dass er ein bisschen humpelt, aber dafür, dass einem gerade mit der Axt die Hälfte von einem Fuß abgehackt wurde, glaube ich, würde normal ein bisschen mehr gehören. Außerdem fällt mir auf, dass Dolph Lundgren sich offensichtlich wahnsinnig gern in der Kanalisation aufhält. Zuerst The Punisher und jetzt das, naja. Und am Ende von der Szene kommt dann noch eine kurze Aufnahme von Jean-Claude Van Damme, quasi um den Zuschauer zu zeigen, hey, ihn gibt's auch noch, der ist auch noch in dem Film. Und da habe ich schon erwähnt, dass Van Damme und Dolph Lundgren in dem Film zusammenarbeiten. Wir machen es nicht. Gut. Atkins verarztet in der Zwischenzeit seine fehlenden Finger. Es gibt einen relativ gut gespielten Monolog von dieser Tänzerin, die erklärt ein bisschen von Scott Atkins Backstory, dass er, bevor er diesen Überfall zu Hause hatte, auf dem Parkplatz vor dem Club jemanden totgeprügelt hat, weil der sie falsch angeschaut hat. Sympathischen Hauptcharakter hat sich der Film da ausgesucht, aber egal. Atkins trifft dann wieder diesen Polizisten, der ihm erzählt, dass Van Damme eine Separatistengruppe geschaffen hat aus diesen ganzen Universal Soldiers und deren Gehirne kontrolliert. Ihr wisst schon, ganz anders als... Anyways, einer von diesen Massenmörder-Azubis versucht dann den Klumpfuß Gerard Butler, also unseren Installateur in diesem Schlaflager, zu attackieren, wird besiegt, von allen anderen fast totgeprügelt, dann kommt Van Damme an, er schießt ihn und geht wieder weiter. Wow, Van Damme macht in dem Film fast so viel wie in Dragon Eyes. Auf jeden Fall gibt's irgendeinen Gangster-Boss Two-Face, der seinen Schreibtisch direkt im Kühlhaus von einer Fleischfabrik hat, ich könnte sowas nicht erfinden, und er muss irgendwie nur aufpassen, dass ihm Bradley Cooper auf der Flucht nicht irgendwie umrempelt. Der tippt am Computer was ein, als Scott Atkins ihn fragt nach Isaac, und plötzlich sieht man ein Überwachungsvideo von Isaacs Wohnung, von seinem Klo. Wer zum Teufel hat eine Überwachungskamera auf dem Klo installiert? Und dann sieht man das Video, wie Isaac umgebracht wird, und extrem cool gemacht eigentlich. Der Kerl, der Isaac niederschlägt, hat eine Kapuze auf, irgendwann einmal dreht er sich dann zur Kamera, natürlich nimmt er dezent die Kapuze auf, so, hey Kamera, da bin ich, und es ist Scott Atkins. Atkins bemerkt genau in der 60. Minute, dass er eigentlich der Killer ist, den er in Wirklichkeit sucht, und wir haben schon zum zweiten Mal eine Gemeinsamkeit mit Dreamhouse gefunden. Interessant. Dann kommt eine Autoverfolgungsjagd, Atkins ist wieder unterwegs mit der Tänzerin, plötzlich ist auch Gerard Butler wieder da, und ich frage mich, Atkins muss wirklich extrem leicht zu finden sein. Keine Ahnung, hat er so einen GPS-Chip einprogrammiert? Oh, ja, hat er. Aber lassen wir das. Was mir sehr gut gefällt bei Day of Reckoning ist, dass auch diese Autoverfolgungsjagd im Endeffekt wirklich toll gemacht wird. Sie ist actionreich, sie ist rasant, sie ist dynamisch, aber sie ist auch bodenständig. Sie ist wenig übertrieben, in gewisser Hinsicht eigentlich relativ realistisch, und die Szene setzt einmal einen Zeitlupeneffekt ein, als sich dann am Ende ein Auto überschlägt, und auch da nicht auf irgendeine übertriebene, nervige Art und Weise. Da, finde ich, können sich selbst größere Actionfilme da wirklich eine Scheibe abschneiden. Zum Schluss gibt es in einem Sportgeschäft einen Kampf zwischen Scott Atkins und Gerard Butler, mit Fäusten, Waffen, die sie dort finden, und so weiter und so fort. Und während diesem Kampf bekommt Atkins plötzlich irgend so einen Power Boost und ist dann mehr oder weniger unkaputtbar, quasi als würde man in der Mitte von irgendeinem Final Fantasy Kampf einen tollen Power-Abspruch loslassen, keine Ahnung. Und am Ende kann er dann Magnus' Kopf mit einem Baseballschläger zertrümmern, so dass der halbe Kopf in Fetzen davonfliegt. Autsch! Und vor allem Day of Reckoning, ich habe es schon einmal erwähnt, vor allem in der NC-17-Version, blendet bei solchen Sachen auch nicht weg. Der hält gnadenlos drauf, jetzt bei der Szene auch, wo Magnus mit der Schrotflinte gegangen ist auf dem Weg zu Dolph Lundgren. Aber die Einstellungen, so wie Day of Reckoning sie präsentiert, sind einfach roh und hart, aber machen meiner Meinung nach auch nie den Eindruck, dass sie wirklich absichtlich extra lang draufhalten, die gezeigte Gewalt in irgendeiner Form selbstzweckhaft oder gar glorifiziert darstellen wollen. Der Film zeigt's einfach nur ohne Wenn und Aber. Was, finde ich, für einen harten und erwachsenen Actionfilm wie Day of Reckoning absolut eine gute Gangart ist. In der nächsten Szene übrigens geht dann Scott Atkins mit seiner Begleiterin durch den Wald und findet in einem Haus seinen Doppelgänger. Der
hat Isaac gekillt, also Scott Adkins nicht selbst. Was mich nur interessieren würde, ist, woher wusste Adkins so ganz genau, wo er gehen muss, um dieses Haus zu finden? Und vor allem, nachdem dann Adkins 2 anfängt, die Frau zu attackieren, kann er doch froh sein, dass die Schrotflinte, die der Typ vorher in der Hand hat, genau dort geparkt wurde, wo Adkins 1 wirklich gut drauf zugreifen kann und ihn dann im Endeffekt leicht erschießen kann. Dann bekommt Adkins mit bloßen Händen von seiner Begleiterin, die sicher ein ganz tolles abgeschlossenes Medizinstudium hat, diesen Chip aus dem Genick operiert, den ihm Magnus vorher eingepflanzt hat. Und dann kann Adkins durch den Wald zu einem Fluss gehen, wo er mit einem Boot abgeholt wird. Und jetzt müssen wir ganz kurz einmal eine Pause machen, weil wie sie das geschafft haben mit der Operation und mit dem Chip raus und so weiter, ist eine Sache. Nur woher wusste Adkins dann so einfach, wo er zu diesem Boot kommt, wo das anlegt und wie er alles machen muss? Vor allem, wenn er jetzt vorhat, sich mehr oder weniger in das Universal Soldier Hideout einzuspeichen, um sich als Adkins 2 auszugeben, ist es möglicherweise recht clever, wenn er den Chip von Adkins 1 nicht mehr drinnen hat, aber hatte Adkins 2 nicht auch irgendwie einen Chip, den man sich dann vielleicht irgendwie einpflanzen kann und wo dann vielleicht bei der Türkontrolle auffallen würde, hey du kommst ja nicht rein, dass vielleicht unter Umständen Adkins 2 nicht die Berechtigung hat, dieses Gebiet zu betreten, was natürlich, wenn es sich um irgendeine Militärfestung voll bewaffneter Supersoldaten handelt, für seine Gesundheit nicht wahnsinnig förderlich sein sollte. Aber gut, er weiß einfach, wohin er muss, wann und wo dieses Boot genau anlegt und wegfährt und findet dann an einer anderen Stelle mitten im Wald den Eingang zu diesem Untergrundteil am Set von Lost. Eine Luke mitten im Wald. Okay, vielleicht hat sich deswegen Van Damme für den Film die Glatze rasiert, um quasi als John Locke-Doppelgänger durchzugehen. Und es wartet dann sogar unten am Ende dieser Luke ein Zimmer, das aussieht wie eine verlassene Forschungsstation der Dharma-Initiative. Und dort wird dann auch Adkins von Van Dammes Arzt untersucht. Und ganz ehrlich, man kann nicht erwarten, dass die jetzt nicht draufkommen, dass er nicht der ist, der er vorgibt zu sein, oder? Und der Arzt erklärt jetzt dann Adkins, dass diese Familie, die ganze Anfangssequenz, seine ganze Motivation für alle Handlungen in diesem Film nie existiert haben. Dass er eigentlich noch ein Jungspundi ist, der im Labor erschaffen wurde. Diese Erinnerungen an Frau und Tochter sind künstlich, wurden ihm nur eingepflanzt. Und um ehrlich zu sein, das würde die ganze Story von dem Film noch cooler machen. Es wäre dann eine Mischung wie Universal Soldier meets Total Recall. Und es würde außerdem auch noch bedeuten, dass der Arzt genau weiß, wen er vor sich hat. Und es würde dann wiederum bedeuten, dass das Drehbuch von Day of Reckoning im Endeffekt noch cleverer ist, als ich es eigentlich ihm zugestanden habe. Und außerdem müsste man auch dazu sagen, dass die von Van Damme umgepolte Version von Scott Adkins höchstwahrscheinlich nicht mehr diese Erinnerungen hätte, weswegen Adkins einen Hass auf Van Damme und eben diese Rachegelüste hatte, die Story eigentlich überhaupt nur in Fahrt bringt. Was einen natürlich vor die wichtige Frage stellt, what's Adkins? Oder who's Adkins? Je nachdem, wie man es formulieren möchte. Und Adkins kann aber bei dieser Gedankenextraktion, die irgendwie abläuft wie in der einen Folge von Rome, wo sie ihm einfach den Kopf aufbohren und versuchen, das Ganze rauszustochern mit einem Strohhalm, gerade dass sie nicht den Strohhalm reingeben und zu Leslie Nielsen sagen, bitteschön. Auf jeden Fall kann Adkins während dieser Extraktion flüchten. Der Arzt und sein Helfer bleiben dann einfach hinter diesem Bettchen stehen. Man sieht das übrigens sehr gut, wenn man genau hinschaut. In der Aufnahme, wo Adkins nach vor wegzischt von diesem Bett, sieht man, wie der Arzt und sein Helfer quasi bewusst nach hinten und aus dem Bild gehen, damit man sie ja nicht mehr sieht, wenn dann Adkins in der nächsten Szene auf irgendjemanden mehrmals mit einem Hammer einhackt und dann auf dem Weg zu Dolph Lundgren und Jean-Claude Van Damme durch den Tunnel geht und einfach nur einen Unisol nach dem anderen erledigt. Und ganz ehrlich, das ist Action. Am Ende, in dieser Szene, wo sich Scott Adkins durch die Tunnel durchbewegt, abgesehen davon, dass mich das Ganze sehr an Ego-Shooter erinnert, nur dass es halt jetzt nicht in Ego-Perspektive gefilmt ist, das wird die Szene fast noch awesomerer machen, aber egal. Es tauchen einfach ein Gegner nach dem anderen auf, dieses Tunnelkonstrukt, ähnlich ein bisschen wie in Resistance 2.
Und Scott Adkins erschießt einfach einen nach dem anderen, wie in der Krankenhausszene, dann bei Hardboiled. Das Ganze ist wieder mal ziemlich hart, ziemlich roh und extrem viele Kills, extrem viel Action am Stück. Wow! Und dann kommt zum Kampf Scott Adkins versus Dolph Lundgren in irgendeinem riesigen Waffenarsenal. Wir haben eine Mischung aus Schießerei und Martial Arts, Hand-to-Hand-Combat. Und zum Schluss wird Dolph Lundgren dann damit aus dem Weg geräumt, dass ihm durch den Hals geschossen und eine Machete durch den Kopf gerammt wird. Also jeder, der sich ansatzweise denken könnte, och, moderne Actionfilme zeigen ja gar nichts. Schaut euch mal Day of Reckoning an, huhu! Und Dolph Lundgren kommt in der Szene auch noch wahnsinnig cool rüber, selbst wenn er im Kampf letztendlich unterliegt, schenkt er Scott Adkins gar nichts. Wir haben zwei wirklich großartige Actionhelden vor sich. Dolph Lundgren, der etablierte Scott Adkins, derjenige, der im Action-Business sicher noch seine Karriere zu machen hat. Und mir fällt außerdem auf, Day of Reckoning hat so wahnsinnig viel Action, aber wird trotzdem nicht langweilig, weil es einfach schafft, die Art, wie die Action präsentiert wird, die Art, welche Kampfszene, Schießerei und so weiter, welches Set verwendet wird und so weiter, im Endeffekt so viel abwechslungsreicher ausfällt als beispielsweise bei Universal Soldier Regeneration. Und der Zuschauer dadurch immer vor neue Situationen, vor neue Sachen gestellt wird und gar nicht die Möglichkeit hat, dass einem langweilig wird, vor allem wenn dann direkt wie in einem Videospiel Jean-Claude Van Damme als finaler Endgegner auftritt und als eigene Version von Schwarz-Weiß-Film auftritt. Weil Jean-Claude Van Damme hat sich für das Finale des Films eine Hälfte seines Gesichts weiß und eine Hälfte schwarz gefärbt und sieht damit ein bisschen aus wie dieser Ameisenkönig in Tokyo Gore Police. Irgendwie, ganz ehrlich, ich habe vorher die Frage in den Raum gestellt, ich glaube nicht, dass Jean-Claude Van Damme schlimmer aussehen kann als mit Glatze. Warum sage ich sowas eigentlich? Ich weiß doch schon im Vorhinein, dass auf jeden Fall was passieren wird, weil es schlimmer ist als das. Aber Jean-Claude Van Dammes Optik in der Szene ist wirklich unglaublich. Man kann es gar nicht erklären und darstellen. Man muss es einfach gesehen haben, wie Van Damme in dieser Szene aussieht und rüberkommt. Es ist, wir sehen einen blutverschmierten, harten Scott Adkins, wir haben einen Kampf, wo jemand eine Machete quer durch den Unterarm gestochen bekommt und wir, das Einzige, was wir uns denken können, ist und irgendwie, ja, ich weiß es nicht, Day of Reckoning hat es bis jetzt geschafft, derartig erwachsen und ernst zu nehmen, rüberzukommen und dann taucht Jean-Claude Van Damme in dieser Maske auf. Oh, herrlich, ja. Das sieht irgendwie so aus, als wäre, was weiß ich, am Set von Jäger der Apokalypse eine Mehlexplosion losgegangen und Jean-Claude Van Damme war gerade zur Hälfte im Kanal und zur Hälfte eben drüber, hat da oben das Mehl abbekommen und unten das verdaute Mehl, keine Ahnung, irgendwie, man kann natürlich lang philosophieren, wieso Jean-Claude Van Damme sich diese Maske zugelegt hat fürs Finale vom Film. Ich habe keine Ahnung warum und ich wage es zu behaupten, dass es niemanden gibt, der das irgendwie plausibel erklären kann. Aber gut, weil vor allem Van Damme hat dieses Teil den Rest des Films nicht. Wieso man sich das einfallen hat lassen, aber egal. Van Damme schafft es dann irgendwie, vielleicht wollte er wie ein Pantomime auftreten, denn er schafft es dann auch Adkins irgendwie während diesem Kampf zu hypnotisieren. Der hat quasi die Machete in finaler Stichposition, Van Damme hält sie umklammert, aber irgendwann einmal kann er dann Adkins hypnotisieren, lässt die Machete los und Adkins macht nichts. Adkins ist quasi im Bann von Van Damme. Vielleicht ist es das. Dieses Pantomimetum. Ja, es reicht übrigens nur ein kurzer Flashback an Scott Adkins Frau und John wandert die Machete durch Jean-Claude Van Damme. Das hat sich der wirklich perfekt überlegt. Und die ganzen Universal Soldier, die in diesem Raum noch um sie herumstehen, gehorchen daraufhin offensichtlich Scott Adkins, weil der irgendwie ihren Anführer getötet hat und damit offensichtlich der neue Anführer ist. Macht perfekten Sinn. Am Ende des Films gibt es noch einen kurzen Epilog, den dritten Auftritt des Polizisten, wo wir die Erklärung bekommen,
dass Scott Adkins tatsächlich irgendwie von der Regierung programmiert wurde und dass der Polizist ganz stolz ist, weil er auf Basis der ihm eingepflanzten Erinnerungen aus Eigeninteresse selbstständig gehandelt hat. Und Adkins 2, den wir vorher im Wald getroffen haben, kam seinem Ziel schon wahnsinnig nahe, aber eben nicht so nahe wie Adkins 1. Deswegen wurde dann der geschaffen und der hat es letztendlich geschafft, Jean-Claude Van Damme zu vernichten. Das Problem ist nur, wenn jetzt diese Familie tatsächlich nicht echt ist, nicht existiert hat und nur eingepflanzt wurde, damit man eine Erinnerung einpflanzen kann, wie Van Damme sie tötet und damit diese ganzen Hass und diese ganzen Rachegelüste in Adkins hervorzuheben, dann war es ja de facto in Wirklichkeit der Polizist, der die Familie getötet hat. So findet es zumindest Adkins und der Polizist bekommt spontan einen Headshot verpasst. Ui, ui, ui. Nur vorher natürlich kann der Polizist dann noch sagen, hey, ich nehme dich mit, wir löschen deine Erinnerungen, dann bist du zu 100% frei. Wieso habe ich plötzlich Admiral Ackbar im Kopf? Ich weiß es nicht. Aber der Polizist wird erschossen, übrigens genau in der Sekunde, nachdem sich der Kopf des Polizisten auf der Windschutzscheibe des Autos verteilt hat, taucht ein neuer Polizist auf, der genauso aussieht wie der vorige. Cloning Story! Wir sind plötzlich in der 5. Staffel von Alias. Yippie-ki-yay. Steigt ins nächste Auto ein und kann wegfahren. Dann steigt auch Scott Adkins in ein Auto, fährt weg und wir sehen noch einmal zum Abschluss des Films Flashbacks zu der Familie, die es vielleicht oder vielleicht auch nicht gegeben hat. Man könnte echt sagen, Regisseur John Hyams hat mit diesem Film die größte Weiterentwicklung ever hingelegt, weil wie man von Universal Soldier Regeneration und Dragon Eyes, dieser Schlaftablette, die ich mir heuer noch antun musste, zu diesem Film kommt, wie man zu diesem, ich will nicht sagen Meilenstein der Actionfilmgeschichte, aber trotzdem wirklich zu einem der coolsten amerikanischen Actionfilme der letzten Jahre kommt, ist unglaublich. Und ich kann nur hoffen, dass Hyams weiter auf dem Actionmarkt bleibt, dass vor allem Scott Adkins weiter auf dem Actionmarkt bleibt und dass man sich idealerweise fürs Universal Soldier Franchise und Universum noch was Neues einfallen lässt. Weil ganz ehrlich, die Continuity zwischen den Filmen ist sowieso weit durcheinander gewirbelt. Ob jetzt Maschinen oder gedankenkontrollierte Muskelprotze oder was auch immer durchs Bild gehen, ob jetzt Van Damme und Dolph Lundgren Feinde oder Freunde sind, ist doch in Wirklichkeit vollkommen egal. Universal Soldier ist zumindest für mich ein reines Fun-Franchise und solange es geschafft wird, dass man die Actiongrößen Jean-Claude Van Damme und Dolph Lundgren in denselben Film bekommt, solange man es schafft, großartige Action zu inszenieren, solange bleibe ich der Serie treu und so lange freue ich mich auch auf weitere Teile. Und das ist etwas, das hat man mit Universal Soldier Day of Reckoning meiner Meinung nach mehr als nur geschafft. Universal Soldier Day of Reckoning ist in meinen Augen einer der besten amerikanischen Actionfilme der letzten Jahre. Scott Adkins ist ein großartiger Hauptdarsteller, der diesen Film einwandfrei tragen kann, der nicht nur die knallharten Actionsequenzen verkaufen kann, sondern auch als Schauspieler in diesem Film überzeugen kann. Und Day of Reckoning ist im Gegensatz zu anderen vergleichbaren Action-Vehikeln ein Film, wo man tatsächlich einen talentierten Schauspieler in der Hauptrolle benötigt und nicht einfach nur ein stoisches Stück Karton, das halt eine Schrotflinte in der Hand halten kann. Es fällt nicht negativ auf, dass Dolph Lundgren und Jean-Claude Van Damme im Endeffekt nicht wahnsinnig viel Screentime in dem Film bekommen und bis auf das großartige Finale eigentlich auch nicht wirklich viel zu tun haben. Es fällt kaum negativ auf, dass der Film von der Continuity her alles andere, was die Universal Soldier-Reihe bis jetzt aufgebaut hat, über den Haufen wirft. Es ist eine spannende Story, es sind interessante Charaktere. Das Ganze wurde gut geschrieben, gut dargestellt und vor allem fantastisch inszeniert. John Hyams Regie in diesem Film ist Weltklasse. Die Effekte sind so hart, so brutal, so roh, wie man sie selten in einem vergleichbaren Actionfilm gesehen hat. Day of Reckoning ist einer der erwachsensten und brutalsten amerikanischen Actionfilme der letzten Jahre. Ist etwas, dass sich jeder Fan von Dauerfeuer-Action unbedingt anschauen muss und ist vor allem ein Film, der es schafft, obwohl er mehr oder weniger durchgehend auf Action getrimmt ist, zu keiner Zeit
langweilig zu werden, zu keiner Zeit irgendwelche Längen aufkommen zu lassen. Universal Soldier Day of Reckoning ist ein Fest für Actionfans und ein Film, den ich so sehr genossen habe, wie schon lange keinen Actionfilm zuvor. Day of Reckoning ist sicher einer der besten Actionfilme des Jahres, wenn nicht sogar der letzten 10 Jahre.